Hallo und herzlich willkommen zu Average Gaming. Sonst starten wir doch immer direkt in ein Rennen. Ja, heute nicht. Ich weiß, die meisten von euch, die allermeisten von euch werden es mitbekommen haben. 25 Jahre Gran Turismo. Also ja, es wäre wirklich lächerlich, wenn das noch keiner oder wenn es jemand noch nicht mitbekommen haben sollte. Aber einfach mal für den Fall der Fälle und weil ich heute irgendwie auch keine Lust habe, ein Rennen aufzuzeichnen, um ehrlich zu sein. Nur die kurze Info an alle, vielleicht auch an neue Leute in meinem Kanal. Vielleicht kommen ja auch mal wieder ein paar neue dazu, die dann ein Abo dalassen und ein Like und auf die Glocke klicken. Oder auch nicht. Lasst es. Ihr könnt auch ein Dislike verteilen, habe ich auch schon mal gesagt. Könnt mir auch in die Kommentare schreiben, dass ich ein dummbeuteliger Blödfratz bin. Freut mich dann auch. Das finde ich dann auch schön. Hauptsache, wir bleiben im Gespräch. Also hier gibt es einiges abzuräumen. 25 Jahre Gran Turismo. Und zwar sieht das wie folgt aus, wenn man da draufklickt. Da hat man erstmal eine sehr heroische Star Wars Finalmusik. Zumindest erinnert es mich irgendwie so ein bisschen daran. Ich sehe schon Chewbacca und Han Solo und Prinzessin Leia und Luke da stehen. Und die große Parade findet statt, Konfetti fliegt und die Ewoks tanzen. Und alle freuen sich. Jedenfalls freuen wir uns auch und tanzen wie die kleinen Ewoks im Kreise. Denn es gibt reichlich Geld abzusahnen. Und zwar einmal hier im Manufacturers Cup. Ihr seht, den habe ich schon erworben. Und das kann man auch nur einmal. Ja, schicke ich mal gleich hier voraus. Da gab es auch auf anderen Kanälen so die Frage, oh, können wir das jetzt immer wieder machen und dann immer wieder Geld kassieren? Seid doch nicht so gierig. Polyphony möchte das nicht, ja? Also, es ist ein einmaliges Geschenk. Fahrt diese Strecke, gewinnt sie und erhaltet nicht 1 Million Credits, nein. Es gibt für den ersten Platz 1 Million Credits, für den zweiten Platz 500.000, für den dritten Platz 300.000. Wenn ihr denn nun Erster werdet, bekommt ihr alles zusammen aggregiert und das macht dann 1,8 Millionen auf einen Schlag nach Rennende. Sofern ihr Erster werdet, bekommt ihr also die Prämien für die Plätze darunter gleich mit gut geschrieben. Das lohnt sich dann. Wenig Zeit investieren, viel Geld kassieren. Das schafft man sonst nur im Aufsichtsrat eines börsennotierten Unternehmens. Also macht es. Ja, hier habe ich schon, wie gesagt. Man darf so ziemlich alle Reifen benutzen. Und kleine Besonderheit in Spa-Francorchamps. Da schlägt das Wetter ja bekanntlich gerne ein paar Kapriolen und so auch bei Gran Turismo. Ich habe auf anderen Kanälen mich mal informiert und geguckt. Die haben dann auch was dazu erzählt zu der Action hier. Da war ein Kollege, der berichtete, ja, habe ich das Rennen gefahren. Ihr müsst einmal Reifen wechseln. Nach der fünften Runde bin ich dann auf die Mediums gegangen und bin dann entspannt zu Ende gefahren. In der zehnten Runde fing es ein bisschen an zu tröpfeln und ich habe dann gewonnen. War bei mir ein bisschen anders. Ich habe 5 Runden gefahren, habe das Wetterradar eingeschaltet, weil der Himmel sehr dunkel wurde. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich bin dann auf Intermediates gegangen und schon schüttete es aus Kübeln. Und der Regenmesser war fast am Anschlag. Ich hätte eigentlich auch Full Wets nehmen können, / müssen. Jedenfalls habe ich das Rennen trotzdem gewonnen und hat mich gefreut. Also passt hier auf, Timing ist wichtig. Behaltet das Regenradar im Auge, sucht da ganz raus, damit ihr auch seht, was die nächsten 2-3 Runden auf euch zukommen könnte. Und dann sollte die Laube fertig sein, sage ich mal. Hier Nations Cup habe ich noch nicht erworben, weil mich da ein kleiner Bug gebissen hat. Und zwar habe ich keine Motorengeräusche gehört, also die der anderen Wagen schon, nur meine eigenen nicht. Und da fehlt einem dann ja der komplette Audio-Teil des Fahrgefühls, sage ich mal. Insofern, mir hat das erschwert, das Auto zu spüren. Hab nicht immer richtig geschaltet und bin dann auch mal abgeflogen, weil einem auch so ein bisschen das Gefühl für die Geschwindigkeit dann abhanden geht, wenn man den Motor nicht jaulen hört.
Ich habe mich damit schwer getan, bin dann nur Dritter oder Zweiter oder so geworden. Ich werde das heute nochmal in Angriff nehmen müssen. Ich habe einen kleinen Trick versucht. Weiß ich nicht, ob der klappt. Ich glaube, das geht hier nicht so richtig. Ne? Geht über die Race Difficulty, wie ganz am Anfang, wenn man die Menüs gemacht hat. Aber hier steht ja AI controlled rival cars in World Circuits races will be slower. Also es handelt sich hier nicht um ein World Circuit Race. Insofern könnte es sein, dass es nichts bringt. Aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, stellt es doch einfach mal ein. Oder wenn ihr euch sagt, nee, da schlafe ich ein am Steuer und baue dann einen Unfall, dann macht es gern auf schwer. Wird sicherlich für die meisten von euch dann auch kein Problem sein. Ihr seid ja fast alle, vielleicht sogar alle besser als ich. Insofern kein Problem. Macht es einfach, holt euch die Kohle ab. 3,6 Millionen für zwei Rennen in relativ kurzer Zeit. Kann man sich doch freuen. Also ja, ich meine, ist auch immer wieder, ne, mit so einer Prise Salz das Ganze. Polyphony hat wohl gehört, dass wir uns alle beschwert haben, wie schwer man an Credits kommt. Ja, und dann machen sie halt mal sowas so einmalig. Ja, man kann das auch nicht wiederholen und das nochmal kassieren. Und man kriegt nur einmal 3,6 Millionen, muss aber auch diese Rennen fahren. Ich bin der Meinung, zum 25. Jubiläum hätten sie durchaus ein echtes Geschenk machen können. 5 Millionen für alle aufs Konto oder sogar 10 Millionen plus diese Rennen. Wäre schon eine echte Geste gewesen. Ja, wäre auch ein richtiges Geschenk gewesen. Das hier muss man sich ja erarbeiten. Ne? Also wollen wir natürlich gerne, macht ja auch Spaß, wir fahren ja auch gern. Trotzdem mal so 10 Millionen mit dem Schleifchen drum. Hätte ich eine schöne Geste gefunden, plus diese Rennen, dann hätten wir uns auch mal so super exotische Autos auch mal eins kaufen können oder ein halbes. Ja, jetzt ist es so, ist auch okay. Also man soll auch nicht zu gierig werden. Freut euch einfach mit mir hierüber und wie immer entlasse ich euch in die Nacht. Macht Idiot und tschüss.